Einen wunderschönen guten Tag hier, ne? Buongiorno. Buongiorno. Aus der Cinque Terre. Ja, Manarola sind wir. Ah, wir haben heute schon einiges abgefahren. War unter erschwerten Bedingungen. Ja. Hallo Frieda, Frieda winkt euch auch. Oh, hier müssen wir aufpassen. Hier sieht es sehr gut aus. Nicht, dass das Rutschicht ist. Leider regnet es den ganzen Tag schon. Ja, da sind wir hier, da regnet es. Das ist nicht normal bei uns, ne? Eigentlich war kein Regen vorausgesagt. Haben wir immer Sonne, aber die haben wir ja eh dabei. Ja. Deswegen, Stimmung ist trotzdem rosig. Wir waren schon in einem anderen Ort. Wie hieß der nochmal? Oh, das muss ich gucken. Blenden wir mal hier ein. Da haben wir schon einen Regenschirm gekauft. Das ist nämlich der Anfang von Cinque Terre. Und wir sind jetzt hier weitergefahren, weil das ist näher wieder zu La Spezia. Ja. Tour könnte ja mit dem Boot machen, nur ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben. Hier ist auch der Bahnhof. Ah ja. Da gibt's zum mit der Bahn könnt ihr auch fahren, genau. Ja. Aber die soll wohl immer überfüllt sein. Und da haben wir auch gesagt, damit wir pünktlich zurück sind, mieten wir uns ein Auto. Ja. Fahren rum. Das war sicherer, ne? Sieht so aus. Wir haben jetzt noch einiges an Zeit. Laufen hier mal lang. Wie gesagt, leider sehr verregnet. Regenschirm haben wir uns schon geholt. 7,50 Euro das Stück. Top. Ging noch vom Preis. Focaccia haben wir schon gegessen. Beziehungsweise eine Pizza, ein Stück Pizza, ne? Ja, war auch lecker. Alles lecker. Hier wachsen die Zitronen am Hang. Machen wir eben den Schirm hier aber auf. Auch so sieht das hier nett aus, ne? Ja. Also ich glaube, der einzige Vorteil heute ist, dass das nicht so überlaufen ist. Das kann sehr weil gut sonst sein. Das könnte man hier wahrscheinlich nicht gehen. Ich fürchte es, ja. Deshalb, das hast recht, da haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil. Gegen jetzt zu den sonnigen Wir sind Tagen ja nicht sonst. Aus Zucker. Nee, und wir haben ja, wie gesagt, Regenschirme. Frieda ist in der Trage. Und Drohne konnten wir jetzt hier dann leider nicht fliegen. Bei dem Regen. Nee. Ist das immer etwas schwierig. Ja, wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen durch den Ort. Wir machen das Beste draus. Wir waren gestern Abend noch, haben mal Fußball geguckt im Brauhaus. Ja, war ja eine 1:1 Geschichte. Niederlage. 1:1 nee. Niederlage, nehme ich ganz. Jetzt ging ja noch, ne? Ja. Sind ja trotzdem Gruppenerster. Ja. Wenn ihr das seht, ist die EM wahrscheinlich schon vorbei. Schon vorbei. Ja, vielleicht sind wir dann Europameister geworden. Leider nicht. Ein Märchen. Wir laufen jetzt hier mal durch. Frühstücken wir nehmen euch auch mit. Nehmen euch jetzt aber erstmal weiter hier mit. Also bleibt da dran. Bis später.
Tag zusammen nochmal. Wir sind auf dem Weg zum Abendessen. Gleis 9¾. Es war nicht Frieda. Nee, war Gott sei Dank nicht Frieda. Das sind andere Kinder. Kinder, genau. Wo wir sind wir? Neun. Neun. Wir müssen. Ich denke immer, dass wir 7 sind. Nee. Da sind wir nicht. Wir sind Deck 9. Wir gehen jetzt. Wenn mal ihr die Kabine noch nicht geguckt habt, ne? Guckt mal rein. Ist jetzt die Chance. Wird ja schon abgedreht. Erfahrungsbericht abgeliefert. Ja. Tipps und Tricks. Alles, ne, für alles euch. Alles dabei. Alles dabei. Ist dabei. Ist dabei. Wir gehen jetzt. Mamma mia, typisch italienisch, gehen wir jetzt essen. Ja, wir waren ja heute in La Spezia und Cinque Terre. Also trotz des schlechten Wetters. Haben ne? wir, glaube ich, ganz gute Aufnahmen noch gemacht. Ja. Würde ich also sagen, Spaß hatten wir auch. Ja, nur der Sitz, der Kindersitz, ja, also das oder Baby eher gesagt. Wir haben das ja angemeldet bei Enterprise. Guck mal, da an war das so eine alte Gurke. Die hat total gestunken. Ja, das war echt unverschämt. Aber es war der Einzige, der da war. Haben wir es erstmal ausprobiert. Ja, und dann haben wir uns beschwert. Ne? Ja. Das geht ja nicht. Dann haben wir den Sitz erstattet bekommen. Ne? Ja. Ist ja wohl das Mindeste. Und ich habe Frieda dann teilweise auf dem Schoß gehabt, weil das war schon angenehmer war. Für sie fand es selbst sicher unangenehm, wenn du nicht in dem Sitz saß. Ja, das ist. Da musste man erstmal eine Waschung eben durchführen. Ja. Aber sie duscht ja gerne, von da ist das kein Problem. Sehr schön, ne? Wir sind, glaube ich, eins zu weit gegangen. Ja. Deshalb gehen wir jetzt wieder in der Kurve. Wir machen noch Sport und ihr seid live dabei. Ja, das war ja heute gar hätten wir mal unseren Rundgang geguckt, ne, von vor 2 Jahren. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeguckt habt, könnt ihr gerne mal machen. Guckt auf unserem Kanal noch vorbei. Das hat sich verändert, das Schiff. Deswegen total sind wir jetzt vorbeigegangen. Wir haben Decks umgedreht. Ja, wir gehen jetzt mal zum Mamma Mia und werden da mal lecker essen, hoffentlich. Da erzählen wir noch was. Genau, bleibt da so. Ihr seid ja gern beim Essen dabei. Genau, ne? Wie. So. Bis gleich. So, Fritte, hat da geklappt, ne? Halbe Stunde früher sind wir da. Ja, wir waren heute überpünktlich, ja, ne? Hier ist schon das Brot. Ist mal für uns hier. Ich habe schon Brot besorgt hier. Der Tag war ja auch gut. Tag war gut, grundsätzlich. Also, da die Stimmung nicht immer vom Wetter abhängig, ne? So. So, könnt ihr ja mal sagen, wart ihr hier schon mal? Wart ihr hier schon mal essen? Was könnt ihr empfehlen? Was habt ihr hier essen? Ich glaube, ich nehme. Und was essen wir? Genau. Schau, also Fritte hat eben schon mal in die Karte reingeguckt. Das kann und gar nicht sein. Was hast du dir ausgesucht? Also ich nehme so einen Salat, weil wir haben heute nicht so viel gegessen, ne? Das stimmt. Ich nehme erstmal so einen Limoncello-Spritz. Gibt's das? Als Frisante. Jetzt haben wir hier noch Gin Tonics. Nee, da bin ich nicht so der Fan von. Aber ich glaube, ich nehme die Lasagne. Weil Pizza hatte ich ja heute schon. Aber wir suchen uns jetzt noch was aus und dann zeigen wir euch, was wir gegessen haben. Also bleibt dran. Caprese. Okay. Caprese-Salat. Bitte, was hast du da? Ach, du hast jetzt getauscht, ne? Ja. Du hast jetzt dein Tonato. Ich hab meinen gesunden Salat, habe ich jetzt hier. Das ist ein Riesensalat. Ich habe Antipasti. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, ne? Ja, dann guten. So, Vitello Tonato. Und was hast du, Leckeres? Insalata Cipolle e Tonno, glaube ich, heißt das. Zwiebel und Thunfisch. Kopfsalat. Und Limoncello-Spritz schmeckt auch, oder? Das ist was süß. Können Sie Mango rauslassen? Das ist richtig. Wir essen mal weiter. Lasagne. Gucken wir mal. Bitte, was hast du Leckeres? Tagliatelle als Chef. Oh, sieht gut aus. Einen guten Appetit. Pizza Margarita zum Nachtisch. So, was sagst du? Wie war top das Essen? Top. Top Essen, Top Service. Hallo. War sehr lecker. Also ich habe auch nicht so viel gegessen. Hier können wir uns hinsetzen, guck mal. Hier gucken wir jetzt Fußball. Albanien, Spanien, Top-Plätze. Ach so, da müssen wir nur anders arrangieren. Eine Reihe zurück kriegt hier, auch so, noch. Oder? Also Essen, Mamma Mia, wirklich sehr, sehr gut. Alles lecker. Und ja, wir sind jetzt hier noch im Brauhaus, gucken jetzt noch die EM. Und damit, ne, Schatz? La Spezia. Spezia, wie ich beschäftige, und Spezi. Cinque Terre. Ja. Verregnet. Müsst dahin, ne? Auf jeden Fall. Egal welches Wetter, Sturm, Hagel, alles. Ja.
also alles lohnt mitmachen. Es lohnt sich, es ist einmalig. Und ihr könnt auch im Auto fahren, kriegt da ein Fiat, wenn ihr ein Opel bucht. Aber wir haben auch von Freunden erfahren, dass die Zugfahrt auch angenehm war und auch relativ schnell. Von daher, ja, bei dem Wetter, ne, musst bei du dem dazu Wetter, sagen. Ja, weil nicht so viele Leute gefahren sind wahrscheinlich. Ansonsten ist dat, kann das überfüllt sein. Ne? Ja. Aber ja, es geht weiter. Morgen sind wir in Civitavecchia. Mal gucken, was wir machen. Wir haben einiges vor, aber leider nicht für privat, sondern für die Arbeit. Und ja, da müssen wir mal schauen, was wir noch schaffen, rauszugehen. Aber irgendwas werden wir noch hinkriegen. Ja, am Nachmittag gehen wir mal raus. Ne? Also bleibt auf jeden Fall dran. Ein bisschen um den Block. Ja, also bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Wenn ihr was buchen möchtet, könnt ihr auch gerne über uns machen. Also, wir sind dafür alles bereit. Oder ein Gespräch, ne? Richtig. Das könnt ihr auch jederzeit einbuchen. Da könnt ihr uns so anschreiben. Also, ciao, ciao. The next day. Buongiorno, de Roma. Mit der Ida Cosma. Also ja. Fast. Ja, wir sind hier in Civitavecchia auf unserer Mittelmeertour. Ja, und haben jetzt den Tag über etwas entspannter angehen lassen. Wir haben jetzt gleich 3:45 und gehen jetzt von Bord. Naja, entspannt, ne? Wir waren fleißig, würde ich mal wir sagen. Wir haben halt gearbeitet. Wir haben Buchungsträume erfüllt. Richtig. Ne? Unter anderem, wenn ihr das auch wollt, ne? Direkt mal uns schreiben. Genau. Aber ansonsten, was haben wir noch gemacht? Jutti, frühstückt heute Morgen. Gefrühstückt wie immer, waren gerade noch im Braus, Mittag was essen. Leckeres Hähnchen gegessen, war okay. Rindergulasch, ja, war Gulasch. War zäh. War ein bisschen zäh. Aber ja, die Soße war lecker, Nudeln waren okay. Salatbuffet, das finde ich auch. Da, das ist echt gut, ne, ja. Dass man sich das selber nehmen kann, sowohl mittags als auch abends. Und die hatten heute Mittag, konnte Fred nicht glauben, von 1 bis 16.30 Uhr. Ja, sonst auch. Haben wir immer nur die Option, wenn nach Fredas Schläfchen dann etwa ins Fuego gehen können, sonst hatte ich mal das Brauhaus auf und dann ja, dann fand ich mal wieder eine gute Abwechslung. Ja, und vielleicht wundert sich der ein oder andere von euch, wir essen gar keinen Kuchen mehr. Nee. Torte Deluxe. Irgendwie haben wir da gar nicht so Lust drauf. Ja, oder nur dann eine Spezialität im Land, ne? Ja. Das machen wir dann eine kleine Süßigkeit, Pain au Chocolat oder hier so eine kleine so Limonentart oder ja, irgendwas. Irgendwas mit Pistazien. Genau, aber irgendwie haben wir da nicht so Hunger naja, auf Kuchen, ne? Nicht, ne? Eher Käse. Sagt mal in die Kommentare, ob seid ihr Team süß oder Team herzhaft. Wir sind gespannt, genau, ne? Genau, wir sind da wirklich gespannt auf eure Antworten. Welcher Nachtisch, ne? Abends. Und, aber wir haben jetzt gut gegessen, deswegen gucken wir mal, was noch kommt. Wir müssen uns jetzt kommt. Ein bisschen bewegen. Ja, das sowieso, weil wir müssen ja mit dem Kinderwagen mal aufzufahren, ne? Ja, wir sind jetzt hier gerade in einem privaten Bus. Nee, Spaß, das ist ein normales Shuttle. Der ist nur für uns. Der hier zum Hafenausgang, denke ich mal, fährt. Und dann noch wieder zurück später, aber wir nutzen das jetzt hier mal, sind wir bei der mit der MSC, auch letztes Jahr schon einen Shuttle gefahren, gucken, ob wir jetzt zum selben Ort kommen und ja, erkunden den mal alles. Der ist auf jeden Fall kostenfrei. Also bis später, ciao, ciao. So, keine 2 Minuten später sind wir hier auch schon am Busparkplatz. Ne? Wir sind gefühlt nur Kreisverkehr gefahren. Hier sind wir auch ausgestiegen mit der MSC, definitiv. Ja. Jetzt wissen wir, ob wir fußläufig unterwegs sein müssen. Da sind wir, meine ich, zurückgelaufen. Ne? Ja, definitiv. Aber da lagen wir halt auch anders. Ne? Ja, da liegt jetzt MSC wieder. Ja, Fantasier. Jetzt, aber der Shuttle ist ja kostenfrei. Also. Ja, deshalb ist das ja kein Problem. Ist so schwül. Ja, sehr schwül warm hier. Sonne kommt durch. Wir gehen jetzt mal an der Avenue lang. Bleibt dran. Hier ist die Kathedrale in Rom. Genau, Fritte macht jetzt hier der die Führung. Der Vatikanstaat. Genau, hier hammert. Nee, San Francisco d'Assisi. Ah ja. Es ist warm hier, ne? Fritte hat sich schon ihrer Kleidung entledigt, also Teile davon. Mehr wollte ich jetzt nicht hier ausziehen. Wir laufen hier lang.
Bei dem schönen Wetter ist das schon. Ja, ist nochmal gut, dass man nochmal rausgeht. Ja, noch ein vor allen Dingen nach dem Essen, ne? Bisschen bewegen, genau. Und das ist gleich schön da an der Promenade am Meer. Ist richtig nett. Ja. Hier haben wir auch ein paar Yachten gesehen, die wir noch chartern. Hier am großen Kreisverkehr, ne? Ja. Einer der 600 Kreisverkehre auf 12 Meter. Ja, das machen die, um Ampeln zu sparen. Ja. Hier, wenn ihr ein Souvenir kaufen wollt, lieber hier hinlaufen. Ja. Da kostet alles 1 €. Da vorne war teurer. Jutta sagte, wir wären letztes Mal am Sonntag hier gewesen. Ich weiß das nicht mehr. Ich meine schon. Muss ich nachgucken. Das Wetter war auch gut. Wetter war auch gut. Hier ist das Fußcafé. Falls er da nicht reingeguckt hat, schaut da nochmal rein. Aber Frieda noch was kleiner. Ja, ein bisschen. Da sind wir in der Avenue. Aber hier war letztes Mal noch ein Beachclub da vorne. Wo? Da war letztes Mal noch einer. Da unten, ne? Ja. Wolltest du mich einkehren? Den gibt's nicht mehr. Hinten ist so ein Spielplatz, wo die Kinder dann spielen möchten. Stachtour. Dann schieb ich da weg, ja. Noch auf so eine Schiffsschaukel. Was machst du? Hättest du da Sonnenschirm nehmen können? Ey, das hier ist gut, da kann Frieda hüpfen. Hütte hat mich nämlich vor dem Rausgehen gefragt, oder beim Rausgehen, ob wir einen Regenschirm dabei haben. Ja, es sollte immer mal regnen. Ne, Frieda? Hast du auch gewusst, ne? Ja, und was ist hier? Hier ist das Spieleparadies. Pony in der prallen Express. Sonne. Der Pony Express, genau. Ja. Aber besser so als anders. Sonne ja, mag ich also mehr die als Avenue Regen. Hier ist ganz nett, ne? Ja. Wenn man nach hinten durchgeht, kann man sich nett setzen. Direkt daneben dran ist ein bisschen Strand und hat man Sicht aufs Wasser. Aber ja, also so ein bisschen rumlaufen kann man. Ja. Ein paar Geschäfte gibt es hier auch, wenn man da noch was braucht. Aber da muss man immer gucken, dass die keine Siesta haben. Wir gehen jetzt mal zurück zum Schiff. Also für so ein paar Stündchen ganz nett, aber wenn ihr was anderes machen wollt. Dann solltet ihr vielleicht doch nach Rom. Genau, dann vielleicht doch nach Rom. Das machen wir nicht. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn Frieda ein bisschen größer ja, ist. Ja, schon. Älter ist, dann fahren ja, wir da. Gucken wir mal. Aber um die Jahreszeit ist wahrscheinlich auch noch überlaufener. Überlaufen. Ne? Ferien jetzt überall, auch in Italien, Spanien, Frankreich etc. Das heißt, da wird es sehr voll sein da. Aber man könnte von hier aus dem Zug fahren. Ja, das ist. Die Option gibt es. Also ihr müsst nicht unbedingt einen Ausflug über das Schiff buchen. Nee, das habe ich auch schon öfter gemacht. Ja. Das ist ganz angenehm, weil der Shuttle von AIDA, das gucken wir mal, was das kostet. Ja. Also ich glaube, damals waren das irgendwas um 40 €, oder? Ah, das wird noch mehr sein. Ja, mittlerweile wird das wahrscheinlich mehr sein. Und da ist so ein Zugticket dann auf jeden Fall günstiger. Na, aber das muss halt immer jeder selber entscheiden, wie viel Zeit man an dem Tag dann in der Stadt verbringen möchte. Aufenthalt geht ja, ne? Ja. Weil wir kamen heute, wir waren sogar um 7 schon da, ne? Mhm. Um 8 kommt man von Bord, also von 8 bis 8 ist schon gut, ne? Ja. Schon eine lange Zeit, da kann man einiges machen, da kann man auf jeden Fall auch mal nach Rom fahren. Wir gehen jetzt, wie gesagt, zurück zum Schiff und dann werden wir mal schauen, was wir heute noch machen. Ich habe noch ein Silent Party ist heute Abend, genau, Fritte hat noch ein Maniküre-Appointment. Boah, guck mal, im Auto 1 Stunde 22. Hm. 88 Kilometer. Na, seht ihr mal. Und Zug ist wirklich Zug bestimmt schnell. Eine Stunde, ja. Ja. Das ist ganz gut. Der fährt, ja, eine Stunde. Das ging, das war auch angenehm, fand ich.
Also von daher, ne, ich glaube im Bus, da ist man schon so anderthalb, zwei Stunden eine Strecke. Wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist dann schon 4 Stunden fast, 3-4 Stunden nur im Bus. Ja, ein bisschen, finde ich ein bisschen zu viel. Ja, hast du zwar immer noch was Zeit, aber dann bist du auch einen ganzen Tag unterwegs und gerade mit Kindern ist das die Frage, ne? Aber bei der Hitze. Du hast recht, muss jeder entscheiden. Richtig. Und wir entscheiden uns jetzt, an Bord zu gehen. Bis später. Ciao, ciao. Eine Ewigkeit später. Die Sprite kommen auch. Da hinten ist es. Wir haben ja gesagt, wir nehmen euch mal auf ein paar Aktivitäten, die wir so sonst so machen im Alltag, nehmen wir euch mit. Das ist hier der Block, also bleibt weiter dran. Kommen noch Specials. Richtig. Red springt noch aus der Torte. Mal schauen. Bis dann. Oder aus der Tapa. Ciao, ciao.